Hey, Gary. Hab's gerade erfahren, Jasper ist raus aus der Nummer. Fürs Verdreschen der Kids hat ihn der Chief suspendiert. Wurde auch Zeit. Egal. Jetzt bist du dran. Ich bin dran? Wie dran? Womit? Gratuliere, Gary. Du wurdest gerade zum Auftragskiller befördert. Wir verschieben das Treffen. Er ist noch gar nicht da. Hitmen sagen ihre Treffen nicht ab, Gary. Hitmen? Hitmen existieren nicht. Wollen wir jetzt Fantasieregeln aufstellen? Wir sind hier für dich da. Wir greifen sofort ein, wenn irgendwas unrund läuft. Die Zeit rennt. Schnapp dir Jaspers Mikro. Und sieh dir das hier noch schnell an. Das ist alles, was wir bis jetzt haben, Billy. Was? So heißt du. Dein Codename, Billy. Dann los. Nein. Nein, ich glaub's nicht. Was? Nein, du bist kein Killer. Das kann nicht sein. Du hast heute mit Welpen geschmust, mit Kindern gespielt. Hast mir jede Tür aufgehalten. Und du tötest Menschen für Geld. Nenn mich Gentleman Killer, ich weiß es zu schätzen. Ich hab dich gegoogelt, aber ich finde nichts. Als würdest du nicht existieren. Vielleicht bin ich nur eine Fantasie von dir. Okay. Das werden wir noch sehen. Wie viele? Warte, das will ich nicht. Doch, ich will es wissen. Was ein Gentleman tötet und schweigt. Nur um das klarzustellen. Ich liebe Menschen. Und trotzdem bringst du sie um. Aber nicht einfach so. Das hat immer einen Grund, um andere zu beschützen. Mhm. Und glaub mir, manche verdienen es, umgebracht zu werden. Ich war immer zu schüchtern, um Schultheater zu spielen, aber jetzt hatte ich meine Bühne gefunden. Und jede Festnahme war wie Standing Ovations. Joe, treten wir diese Reise an, gibt es keine Umkehr. Sie entscheiden. Nehme ich gleich diesen Umschlag an und gehe, liegt ihr Köpfchen morgen in einem Jutebeutel. Der Rest von ihr ist Schweinefutter in Appaloosas. Damit wir uns sicher sind, dass ich sie verstehe, ist es das, was sie wollen. Nein. Nein. Nein, ich glaub's nicht. Was? Nein, du bist kein Killer. Das kann nicht sein. Ich hab dich gegoogelt, aber ich finde nichts, als würdest du nicht existieren. Vielleicht bin ich nur eine Fantasie von dir. Was ist der größte Unterschied zwischen deinem wahren Ich und dem als Berufskiller? Übrigens, mein Name ist Gary Johnson und ich bin ein Fake-Hitman. Mir wurde klar, jeder stellt sich seinen Killer anders vor. Jeder Einsatz war ein Bühnenauftritt. Sie entscheiden. Ich bin Dienstleister. Und jede Verhaftung, Standing Ovations. Okay, Daniel Day. Ich war ein Meister meines Fachs. Das klingt wundervoll. Bis die Dinge, naja, Ron, kompliziert wurden. Madison. Wir erwarten heftige Turbulenzen. Eine Kollision wäre denkbar. Mache ich dir Angst? Nein. Die Frau, die ihren Mann umbringen lassen wollte, die wir gehen haben lassen? Nein, er hat gehen lassen. Ihr Mann wurde tot aufgefunden. Sorry, was ist passiert? Wenn du mich fragst, wirst du ein bisschen schlampig. Fragst du Gary oder? Mal sehen. Mein Name ist Gary Johnson und meine einfache Frage an Sie lautet: Wer ist Ihr Hitman? Finden wir es raus? Oh Lord, please don't let me be misunderstood.